Also die Grenzen des Wachstums sind erreicht und wir brauchen jetzt ein Wirtschaftssystem, das trägt und zum guten Leben beiträgt, das sich jenseits eines dauerhaften Wirtschaftswachstums bewegt. Also wirtschaftliches Postwachstum wird sich in den Städten zunächst mal ablesen lassen durch eine steigende Anzahl von Gruppen, die sich diesem Thema widmen. Also da wird es in den kommenden Jahren sicher viel mehr darum gehen, wie kann man leben ohne ein Wirtschaftswachstum. Und da sind die Städte eben ganz wichtig, weil sie es einfach kreative Hotspots sind. Und da wird sich viel tun. Also man wird zunächst mal die Diskussion und das Ringen um ein Postwachstum in den Städten bemerken. Auf den Straßen vielleicht auch. Es gibt einige Modelle, die eher auf Suffizienz, auf weniger quasi setzen. Und dann wird sich das auch im Wirtschaftlichen in der Stadt bemerkbar machen. Das Stadtleben wird sich dann auch ein Stück weit drehen, vielleicht hin zu so einem eher dörflichen, also ein Bild, was man eher von einem dörflichen Leben hat. Da denke ich mal, wird das Postwachstum eher in die Richtung gehen.